Oh, warte mal, ich glaube, ich muss kotzen. Nee, geht schon wieder. Warum kein Intro? Toni, wo war das Intro? Mach wieder Intro. Bro, wo ist dein geiles Intro hin? Wo ist das alte Intro? Einmal in der Woche entscheide ich mich wirklich dazu, die ganzen Instagram-DMs einmal durchzulesen und wirklich, was da wieder auf mich lauert. Bruder, hey Ton. Ja, Mann. Hey Ton, Bruder. Fehlt nur noch, dass der Nächste schreibt, hey, verändert. Ja, Bruder, ich bin Ton, Bruder. Mein Name ist Ton. Hätte eine Art Nebenjob für dich. 30 bis 90 Minuten pro Tag für circa 3 bis 9.000 Euro pro Monat. Ist das überhaupt legal? Wie spannend klingt das? Ich antworte, Digga, weil ich bin so voll interessiert. 3 bis 9.000 im Monat. 90 Minuten pro Tag für 9.000? Keine Antwort, Digga. Cool, Bruder, alter Junge. Der will mir irgendein Business verkaufen. Verkauft mir aber nichts. Starker Typ, Digga. Der nächste, auch komplettes Highlight, schickt mir ein Bild von Thumbnails. Hi, I ran into your channel and I think your thumbnails could be improved. Bro, what's wrong with my thumbnails, Junge? I make the thumbnails by myself, man. Best thumbnails in the world. Do you want to say something about my thumbnails? Your father's your thumbnail. I have been creating thumbnail for blogger of different categories for a long time now. I like you to work with you. Yeah, but I don't like to. What do you think? I also put my portfolio. Thumbnail Designer 23. Bro, was ein Name. Weißt du wirklich, den hätte man auf, keine Ahnung, Check 24 finden können. Ich gehe auf Thumbnail Designer 23 drauf. Thumbnail Designer hat 5 Follower. Was ja erstmal überhaupt gar nicht schlimm ist, Digga. Jeder fängt mal klein an. Und ich sehe diese Thumbnail. Und auf den ersten Blick sehen diese Thumbnails ja absolut geil aus. Und ich denke mir so, ja, das kann doch nicht sein. Guck mal, der hat mit solchen Leuten wie Torben Platzer zusammengearbeitet. Wahrscheinlich hat er so 5 Follower. Torben Platzer, Mr. Beans, ja, I made this thumbnail today. What do you think about this design? What I think? Ich habe Torben Platzer gefragt. That's why I think. Ja, ja, Bruder, alle verarschen, Bruder, alle verarschen, Junge. Und die YouTube-Kommentare machen es halt auch nicht besser. Starkes Video, aber bitte kein Apple-Wecker mehr. Das gibt Albträume. Wieder Tag gerettet. Und an diesem Kommentar ist gar nichts auszusetzen. Schöner Kommentar, wirklich vielen Dank, freut mich. Aber wirklich wieder diese Vorschläge von YouTube, um auf diesen Kommentar zu antworten. Das freut mich. Smiley, das freut uns. Uns, der Mann, der hier hinten steht und das Mikrofon hält. Und der Kameramann hinter der Kamera. Wisst ihr, wie der Mann hinter der Kamera aussieht? So, Bro, lach mal bitte kurz. Freut uns sehr. Sehr gutes Video. Zum Glück gibt es noch Leute wie dich. YouTube-Vorschläge. Yo, danke. Danke dir. Der Typ so, ja, Mann, geiles Video, Digga. Cool, dass es so Leute wie dich gibt. Yo, danke. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ihre Bachelorarbeit mit einer 1-0 bestanden. Sie sind der Jahrgangsbeste. Yo, danke. Wie ich hier sehen kann, haben sie mit ihrer Erfindung einfach den Welthunger beendet. Ich gratuliere. Yo, danke. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Yo, danke. Ja. So ist das Leben. Herzlich willkommen zu den besten TikToks. Verbinden wir die Spitze der Cheops-Pyramide mit der Spitze der kleinsten Pyramide und zeichnen wir daraus ein Dreieck, so läuft seine Kante direkt durch den Kopf der Sphinx. Wow, krass. Ey, versteht mich nicht falsch, wirklich. Ich habe mir auch mal so eine Dokumentation über Pyramiden angeguckt. Und es ist Real Talk, wirklich. Ich kann euch das eigentlich nur ans Herz legen. Wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Aber was ist das hier? Abstrahieren wir die Grundfläche der Cheops-Pyramide und verschieben wir dieses Quadrat nach rechts, so läuft die rechte Seite Linie wiederum durch den Kopf des Sphinx. Boah, echt? Was subtrahieren wir? Fügen wir das hinzu? Aber was wäre jetzt, wenn ihr einfach subtrahiert hättet und es auf die andere Seite geschoben hättet? Dann wird es nicht durch den Kopf von Swing durchgehen. Denken wir uns diese zwei Achsen. Dann denken wir uns irgendwas. Und zeichnen wir mit deren Schnittpunkt als Mittelpunkt einen Kreis, dann treffen wir erneut den Kopf des Sphinx. Dann treffen wir erneut den Kopf des Sphinx. Und wenn ich jetzt einfach einen Strich von hier bis nach da unten ziehe, dann trifft das auch irgendwas. Bro, Bruder, krass. Ja, Mann, Alter. Jetzt ergibt alles Sinn. Der Kreis berührt weder irgendwie die Kante von dem Dreieck, aber der Kreis berührt den Kopf der Sphinx. Alle Probleme sind gelöst, Bruder. Das kann doch kein Zufall sein. So, guck, wir haben hier 3 Pyramiden, ne? Dann denken wir uns eine Linie und wir denken uns natürlich die andere Linie. Du siehst, die eine Linie geht durch die Spitze und die anderen gehen durch die 2 Punkte. Das kann kein Zufall sein. Jetzt malen wir noch einen Kreis.
Und wie du siehst, berührt der Kreis immer eine Pyramide. Und jetzt malen wir noch was. Oh nein, die Theorie ging leider nicht auf. Es berührt nur zwei Pyramiden. Ägyptologie durchgespielt. Mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich schon voll lange kein Get Ready mit mir gemacht habe und ich muss euch unbedingt über mein Leben updaten. Also ich bin zurzeit bei meiner Oma in Korea und ich lerne zurzeit für eine Aufnahmeprüfung für eine Uni. Guck mal, ganz kurz. Ey, ich wünsche dir viel Glück bei deiner Aufnahmeprüfung. Ich will gar nichts sagen, Mann. Hoffentlich bestehst du das. In Korea? Bro, also ich stelle mir das übel hart vor, einfach auf einer anderen Sprache so eine Aufnahmeprüfung zu schreiben. Aber ey, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Hoffentlich bestehst du das. Eine Sache, die ich aber nicht verstehe, wie kann man so eine Storytime erzählen? Ja, Mann, ich muss hier das und das machen und so und gleichzeitig sein komplettes Gesicht präparieren. Wirklich, Digga, wenn ich manchmal auf der Arbeit sitze, ja, und ich mache so irgendwelche Designs, ich erstelle irgendwas oder ich schreibe irgendwas auf oder ich sitze in der Uni, ja, und irgend so ein Kollege kommt so von der Seite, quatscht mich an und will irgendwas, ich immer. Moment, warte kurz. Okay, was ist los? Ich kann, Bruder, es geht nicht, Junge. Mein Gehirn überarbeitet sich. Wenn ich auf einmal so voll fokussiert an irgendwas bin und er kommt, geht nicht. Hier rein, da raus, hier, das ist zu viel für mich. Sie fängt da an, ja, get ready with me und sprüht. Voll lange kein Get Ready mit mir gemacht habe und einfach irgend so ein Ding ins Gesicht, während sie redet. Sie sprüht es in ihren Mund. Ja, Leo, get ready with me, man. Yeah, guys, so what? Get ready with me. Boah, Bruder, das will ich nicht in meinem Mund haben, Digga. Hautschutz und Pflegecreme mit Bienenwachs. Danach ganze Mund gewachsen. Die ist einfach schon morgen. Zu deutscher Zeit um 9 Uhr morgens. Für meine Zeit halt um 5 Uhr mittags. Weil Korea geht ja genau 8 Stunden vor. Und dann übermorgen kommt tatsächlich Ben zu mir nach Korea. Leute, er wird so ein Kulturschock prägen. Das wird so lustig. Ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt nach Korea kommt. Hey, die hat sich diese drei Teile jetzt ins Gesicht gemacht und im nächsten Cut sind die wieder weg. Ich meinte einfach nur, dass ich ihn vermisse und ich wollte halt noch länger in Korea bleiben und nicht direkt zurück nach Deutschland. Und dann habe ich aus Spaß gefragt, ob er nicht einfach hier nach Korea kommen möchte und dann verbringen wir Zeit zusammen. Und das Ding ist, ich würde das halt niemals von ihm verlangen, weil es ist ein 14-Stunden-Flug. Und er kennt ja niemanden in Korea halt außer mich und er wäre ja hier komplett lost. Er kennt gar nicht die Kultur, nicht die Sprache. Aber er meinte dann so, ja, okay, macht er. Und ich dachte halt, das ist nur ein Joke, das ist Sarkasmus. Und war so, haha, ja, mach das mal bitte. Und dann schickt er mir Flugdaten. Ja, auf jeden Fall kommt er dann übermorgen an. Wahrscheinlich ihr Freund, oder? Cooler Freund. Fliegt einfach so nach Korea, um seine Freundin zu sehen. Wir haben uns jetzt eineinhalb Monate nicht gesehen. Finde ich super, Digga. Also mein Kopf wäre überfordert. Real Talk, mein Kopf wäre komplett überfordert. Post von deiner Bling-Card bekommen. Mama, ich habe die goldene Bling-Card gewonnen. Warte, was hat der gewonnen? Eine goldene Bling-Card? Das ist doch einfach nur ein Aufkleber. Hallo. 22,90 zahlt das deine Mama, oder? Nein, das zahle ich mit meiner goldenen Bling-Card. 22,90, zahlt das deine Mama? Nein, ich zahle das mit meiner goldenen Bling-Card. Ganz kurz, das ist ein Sticker. Den hab ich. Irgendwann geht mein Handy noch kaputt, wirklich. Irgendwann geht mein Handy noch kaputt. Hier unten hat es sogar schon Glas abgesplittert. Wie? Ich nehme ein Video auf, ich hau mein Handy jedes Mal gegen den Tisch. Da unten sind schon Dellen drin. Ja, auf jeden Fall, Digga, der hat einen Sticker zugeschickt bekommen. Er hat eine goldene Bling-Card gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. In dem Alter, Bruder, ich hatte nicht mal irgendwas. Ich hatte nicht mal ein Bankkonto, keine Ahnung, Digga. Meine Mutter hat mir so 1 Euro die Woche Taschengeld gegeben, damit ich mir eine saure Tüte beim Kiosk kaufen kann. Und ich war glücklich. Ich hatte keine goldene Bling-Card. Der Typ, der Bruder. Da geht schon im jungen Alter mit seiner goldenen. Wichtig zu erwähnen ist, dass sie golden ist, mit seiner goldenen Bling-Card einkaufen. Oder der ist der Krasse auf dem Pausenhof. Ich sag dir ehrlich, der steppt so rein auf dem Pausenhof. Alle anderen haben so Sparkasse, Postbank, Digga. Er hat goldene Bling-Card. Was will ich sagen, Bruder? Ich habe immer noch bei Postbank Kinderkonto, weil es kostenlos ist. Er nicht, Bruder. Er hat goldene Bling-Card. Stark. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, ab in den Süden.